Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem 30-Tage-Experiment. Heute geht's weiter. Es ist heute Tag 16. Also an Tag 13 hatte ich ja mit Roggenmehl gewaschen. Tag 14 sah es echt auch noch super aus. War alles okay. Also endlich wird es nicht mehr direkt am nächsten Tag so fettig. An Tag 15, also gestern, habe ich nur mit Wasser gewaschen. Und das war dann auch echt praktisch. Ich habe die dann so gekämmt nach dem Waschen. Und dann habe ich meinen Trick gemacht, und zwar habe ich die dann so hoch gewuschelt und dann sah das auch nicht mehr fettig aus gestern. Das hat echt gut geklappt. Ja, und heute an Tag 16 werde ich sie mir wieder mit Roggenmehl waschen. Das zeige ich euch jetzt nicht nochmal, das habe ich euch ja jetzt schon oft genug gezeigt, wie ich das alles mache. Und wenn die trocken sind, dann zeige ich euch das Ergebnis. Bis später! So, die Haare sind jetzt getrocknet und ich bin begeistert von dem Roggenmehl. Ich habe mich jetzt mal hier hingestellt im Badezimmer, weil da ist das Fenster. Und dann, glaube ich, könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Also, die sind jetzt echt nicht mehr fettig. Klar, man sieht immer noch, ich lasse ja im Moment meinen Ansatz, also meine Farbe rauswachsen. Ich habe die ja immer hellblond gefärbt. Und dann finde ich immer mit dem Ansatz, das sieht sowieso fettiger aus, egal was ich mache. Aber ich bin echt zufrieden mit dem Roggenshampoo. Kann man echt nichts sagen. Ja, wie gesagt, heute ist der 16. Tag. 16. Tag ist heute. Und ich werde die jetzt wieder so 2-3 Tage nicht waschen. Und dann melde ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal. Hallöchen, ihr Lieben. Heute habe ich es geschafft. Die 30 Tage sind vorbei. Ich darf mir heute wieder mit Roggenmehl die Haare waschen. Ich habe das schon angerührt. Da, mein Roggenmehlschleim. Ja, ich habe jetzt nicht mehr so regelmäßig in den 30 Tagen immer gefilmt, weil es sich ja immer wiederholt. Ich wasche jetzt ungefähr 2 bis 3 Mal die Woche meine Haare, je nachdem, was ich vorhabe und was ich mache. Also wenn ich halt was unternehmen, dann wasche ich sie mir lieber, als dass ich noch einen Tag länger warte. Danach mache ich immer noch die saure Rinse mit Apfelessig und ja, bin damit soweit zufrieden. Nur halt, jetzt seht ihr ja, wie die heute aussehen. Die sind sehr fettig und das wird nicht besser. Also ja, einen Tag nach dem Waschen geht es dann immer noch. Okay, das lasse ich mir gefallen, aber am zweiten Tag würde ich sie halt schon am liebsten wieder waschen. Ich weiß noch nicht, ob ich es konstant weitermache mit dem Roggenmehl. Ich werde es versuchen, aber ist jetzt nicht ausgeschlossen, gerade zum Beispiel, wenn wir im Dezember heiraten, dass ich dann nicht doch Shampoo benutze. Ja, ich mache das jetzt einfach mal wieder. Machen wir das hier drauf. Ich habe die jetzt auch nicht nass gemacht, die Haare. Wenn das zu trocken ist, meine Mischung, dann mache ich da einfach zwischendurch immer Wasser drauf. Am besten, finde ich, geht das in der Dusche. Aber, ja, ich wollte jetzt nicht mit euch duschen gehen. Das wollte ich euch nicht antun. Und deswegen mache ich das hier. Ja, also so bin ich damit ganz zufrieden. Man hat auch echt so das Gefühl, als ob es Shampoo ist, obwohl es nicht schäumt. Aber das ist halt so, ja, mit dem Natron bin ich ja nicht so zufrieden gewesen. Also da konnte ich ja dann nur einmal in der Woche die Haare waschen, weil das sonst zu sehr die Kopfhaut austrocknet. Und ja, das ist auch halt so krümelig dann auf der Kopfhaut. Das löst sich dann zwar auf, aber man hat halt nicht so dieses, hört ihr das? Moment, ich mach's mal ans Mikrofon. Das ist halt so echt Shampoo-ähnlich und das hat man mit Natron nicht. Und ja, wie gesagt, da darf man oder sollte man nur einmal in der Woche damit die Haare waschen und das ist mir definitiv noch zu wenig. Ich brauche halt irgendwie so ein bisschen dieses frisch gewaschen Gefühl. Ja, mal gucken. Jeder, wie er am besten klarkommt, sage ich immer. Man muss sich ja auch wohlfühlen, ne? Und wenn ich das so erzähle im Bekanntenkreis, ich wasche mir mit Roggenmehl die Haare. Also ich bin ja sowieso schon immer die Komische, weil ich vegan mich ernähre. Da gucken die ja dann immer schon. Dann mache ich auch noch High Carb. Also habe das vegan nochmal ne, runtergestuft auf das, die Sachen, die ich esse. Und jetzt wasche ich mir auch noch die Haare mit Roggenmehl. Ja, alles klar, Michaela. Jetzt denken die ganzen Normalen in Anführungsstrichen, erst recht, ich habe sie nicht alle.
Ja, aber ihr versteht mich, hoffe ich. So, ja, ich werde das jetzt überall auftragen. Und das war dann mein Experiment von den 30 Tagen und mein Fazit, wie ich das finde. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass man sich wirklich mit Roggenmehl die Haare waschen kann, dass es danach so schön aussieht. Niemals hätte ich das geglaubt. Und mit Apfelessig. Ja. Gut. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen und meinen Kanal abonnieren. Und ja, wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!